Hallo und herzlich willkommen zu neuen Part GTA Online Heist Mission. Mit mir spielt die Superkotentruppe und beste Heist Mannschaft überhaupt. Nämlich der Reaper. Der Engelhalt. Moin Moin. Und der Snay. Hallo. Ob der zu den besten gehört, weiß ich nicht. Also ich denke es mal nicht, aber. Ja. Gut, aber ich bin schon mal zu Das sagt der Aufstieg. Richtige hier. Das sagt der Richtige hier. Hey, seht ihr mein Auto? Yeah, Metal Rock. Ja, geil. Mein Outfit. Oh yeah. Und eine ganze Maske einfach um die Fresse. Bam. Dun, 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 dun. Aber sonst geht's noch irgendwo gut. Die Maske von Inge halt irgendwie so ein bisschen verstörend. Ey, was? So eine Maske gibt? Also auf dem Totenkopf aufsitzen. Yeah. Voll geil. Oh, das war dünn, 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 kommt dann gleich bestimmt wieder der Typ, der bei der Oh Gott. Ja, aber ja klar, die Zentoren stehen wieder auf der Straße. Ja, aber wo schon wieder geparkt. Parken. Die müssen halt ins Rampenlicht, Reaper. Können auch nicht dafür, dass sie so schön sind. Auch meine Markierung, Snay. Ja. Ah, ist ja ganz da oben. Wo ganz oben? Ja, da wo ich den Hubschrauber abgeliefert habe. Ah, da. Oh, ernsthaft? Eigentlich da, wo wir die Insurgents abgeliefert haben. Wenn wir ganz ehrlich sind. Da stehen die. Oh, 7 Kilometer. Oh, geht ja, ey. 7 Kilometer. Mit dem Centorno, ja. Und Auto gerannt. Warum das auch immer kurz vorher erst aufploppt? Ah, scheiße. Der ist schon gefangen. Siehst du, da sagt das auch noch Cyberbot. Was? Da unten sagt das gerade, was man machen muss. Du musst die nur leise ausschalten, dann musst du nicht snipen. Ja doch, weil es mit dem Snipen am einfachsten ist. Ja, du weißt schon, die stehen nicht alle so in der. Ja, du musst dich da durchkämpfen. Ja, an der Stelle kämpfe ich mir dann nicht in der Sniper durch. Dann nehme ich einen Schiegel mit einem Schalteinfang und gehe da durch. Ja. Du bist derjenige, der den Alarm auslöst. Wie gesagt, wenn wir das auf meine Tour machen, machen wir das Ganze ohne Alarm auslösen und die Jungs sind tot, bevor sie sich merken. Wir machen das nicht funktioniert. Zumindest werdet ihr sehen, dass es nicht funktioniert, also. Jetzt müssen wir wieder. So, scheiße. So, jetzt reicht's aber langsam. Ich habe bei Sarazars Truppe, habe ich es gesehen, wie man so snipend wegmacht. Das ist absolut kein Problem. Man muss sich nur vorne hinstellen, die Jungs wegsnipen, dann nimmst du die nächste Kolonne und dann rennst du immer weiter vor und snipest immer wieder ein Stückchen für Stückchen weg. Es ist möglich. Alter, wo fahren wir denn hin hier? Ingold hat auf jeden Fall die andere Straße genommen. Kannst auch einfacher machen. Hey! Hey! Ich kann schon. Oh oh! Au! Reifen sind ja auch in der Farbe. Sind, keine Ahnung, sind die rot? Ja, auch diese Grünfarbe. Ah, okay. Ja gut, vielleicht kommt das von dem Neonlicht, was runter ist. Oh, das könnte auch sein. Hätte man uns nicht einfach da in der Gegend spawnen lassen können? Mann. Würde ja zu schnell gehen. Wow! Ich hab Wasser fahren. Du hast kein Abfliegenfahrzeug. Naja, so flach wie die Kiste ist. Tatsch, 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 über Boden ditschen.
Nein. Oh Gott. Bist du von der Straße abgekommen, Ingrid? Ein bisschen. Warum hast du denn da unten? Bin baden gegangen. Hast du noch ein Auto oder soll ich dich mitnehmen? Ach nee, können wir ja gar nicht. Da kommt gerade ein Motorrad. Ja, halt an. Dankeschön. Wir hätten dich auch gar nicht mitnehmen können. Das Ding ist ja ein Zweisitzer. Auch gut, dass der Motorradfahrer für dich angehalten hat. Ja, finde ich auch. Wäre nett von dem gewesen. Ich würde auch in so einer komischen, einsamen Gegend anhalten, wenn so ein maskierter Fritze vor mir auf der Straße auftaucht. Immer doch, ne? Warum nicht? Wenn er eine Eishockeymaske und eine Machete in der Hand hat, bin ich vorsichtig. Wo müssen wir denn hin? Da unten? Ich konnte nicht genau Markierung setzen. Ah, aber es gibt so hier genau an der Stelle genau so eine ähnliche Mission mit Snipern und so. Wo ist unser Cyberbot? Den Heimweg entgegenkommen. Er müsste gleich hier sein. Alter, hallo? Was ist das für eine Karre? Ah, jetzt! Da kommt der Cyberbot, ist gleich auch. Ja, ja, ich sehe. Einmal einsteigen, bitte, Herr Cyberbot. Ja, lass ihn doch erstmal parken. Jetzt beginnt der Spaß. Gibt es so human, ey. Das sagst du so einfach. Diese Kiste fährt sich wie ein Panzer. Kilometer. Fahren Sie bitte hier diese Straße lang. Mit dem Panzer. Bitte weisen Sie dieses Auto aus. Nein, Sie sollen es auch schweißen, nicht ran. Bitte fahren Sie weiter geradeaus auf dieser Straße. Da ist noch ein Auto. Warum? Bitte rammen Sie nicht weitere Autos. Warum nicht? Das wäre sehr freundlich von Ihnen, wenn Sie andere Autofahrer in Frieden lassen. Nö. In 50 Meter bitte nach links scharf abbiegen. Bitte jetzt scharf abbiegen. Bitte jetzt diese Straße lang fahren.
Alter! Bitte nicht. Bitte nicht diesen Baum beglücken. Ey, das ist wirklich ein Panzer. Dieses Ding fährt sich echt, ey. Das ist schrecklich. Bitte fahren Sie jetzt hier auf diese Autobahn drauf. Ja. Ach, da geht's hoch. Und jetzt fahren Sie gleich bitte wieder hier ab, um einen Überschlag zu machen. Also in der Ego-Perspektive wird einem fast schlecht. Oh Gott! Ja, was? Alter, das ist dein Charakter, ne? Gerade aus, als ob das ich kotzen würde. Oh, bei dem Fahrverhalten hier ist es ja auch kein Wunder. Bitte fahren Sie weiter, 1 Kilometer dieser Strecke lang. Wir haben Sie Ihr Ziel erreicht und können Leute wegschneifern. Wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Alles klar. Zwei am Eingang. Zwei am Eingang? Ja, einer der da steht, der andere patrouilliert da. Jetzt seht ihr sie? Ja. Wer kann den, der steht? Den habe ich gerade im Visier. Okay, dann 3, 2, 1, Feuer. Nicht. Da geht einer, rechts vom Eingang geht einer. Vom Eingang. Ja, der ist jetzt hinter diesem großen Stein-Ding da. Der sieht jetzt gleich die Leiche. Direkt am Eingang ist er. Ich sehe ihn. Scheiße, daneben. Fuck. Und da ist ich hab ihn zwar noch getroffen. Ja, aber. Cyberbot, ja. Ich hab ihn nur verfehlt, verdammt. Genau in dem Augenblick war zu spät. Ja, der Typ, der hat genau in dem Augenblick ist er stehen geblieben und dann weitergelaufen, als ich abdrücken wollte. Ich hoffe, wir müssen jetzt wieder nicht kilometerweit fahren. Ich glaub nicht. Nur alles ist still, spawn zu direkt neben dem Auto. Ja, sehr gut. Gut, den Typen, der sich da hinläuft zum Ding, der muss jemand anders übernehmen, den kriege ich nicht. Der bewegt sich bei mir zu schnell. Ey, der Einzige ohne Maske. Würde ich mal vorschlagen, eine anzuziehen.
Sehe ich das gerade richtig, dass die eine Wache da wegging? Ja, ja. Der patrouilliert die eine Runde da. Geht sie ganz nah da hinten. Dann machen wir den doch einfach mal weg. Wenn der zurückkommt, ich hoffe, die... Macht. Ja, ich hoffe mal nicht, dass der Alarm meldet, wenn Leichen sieht. Doch, doch macht das tun sie. Ja, da kommt einer. Rennt. Okay. Oh, ich habe ihn getroffen. Aber da liegt hoffentlich ist nicht so weit. Ja, die schreien da, what the hell. Ja, haben Alarm ausgelöst. Ja. Dann müssen wir warten, bis der wieder zurückkommt. Die dürfen dann, ja gut, müssen wir es so machen, alles klar. Wieder mal rechts auf dem Berg hoch. Ach, Engel dachte ich auch dasselbe. Ja, zwei links, zwei rechts, dann dürfte man am besten runterschießen können. Ja. Okay, die Wache geht gerade weg. Ja, ich muss nur noch 10 Kilometer hochlaufen, weil ich natürlich falsch gelaufen bin. So will ich Sniper auslösen, danke. Ist halt die, sich angucken, die müssen wir simultan ausschalten. Und die müssen halt so liegen, dass die Leichen nicht entdeckt werden. Der scheiß Wucher. Also am besten, wenn der jetzt, der hier kommt, so weit vorne, ne? Ja, wenn der wieder hier vorne im Dingsbereich ist. Welchen willst du, ne? Wieso rennt der wieder weg? Ich könnte den jetzt auch snipen, wenn er zurückgeht. Was er gerade macht, soll ich könnte den erwischen. Ja, dann, wenn er so, dass er verdeckt ist, wenn er umfällt. Ja, jetzt kriege ich ihn nicht mehr zu hinterher raus, denn. Weil den, der steht, habe ich im Visier. Du musst mir nur sagen, wann du schießt. Ja, ich muss jetzt entweder warten, bis dein Typ da wieder zurückkommt, was er jetzt macht. Aber denk dran, im hinteren Bereich steht noch einer. Wo steht da noch einer? Ach ja, scheiße. Ja, da steht noch einer. Ja, dann kann Tengel da ausschalten. Ich könnte ihn jetzt, aber das, nee, den wird ja, warte, ich, nee, der kommt hier raus, oder? Nee. Sag was. Okay, der geht zurück. Warte. Nee, ich komm da nicht mehr durch. Ja, ich hab's verkackt. Warte. Ja. Hab ihn. Ah, zu früh. Ja, ich hab den anderen gerade noch erwischt gehabt, der zurückgelaufen ist. Ja, ich hab's aber gleich verkackt, weil ich auf den Zaun geschossen hab. Das glaube ich hat man ein bisschen gehört. Ja, die Passage von dem ist jetzt scheiße, der bewegt sich falsch. Der rennt nicht mehr vorne raus. Muss es normal einfach da hinstellen? Einer müsste den vorne einfach mit der Pistole abknallen und den zweiten hinten dann noch den Sniper wegschießen, während er zurückgeht. Merkt er ja nicht. Müsstest du einfach den Typen, wenn er umdreht, musst du dann einen Typen einfach abknallen. Wenn du, keine Ahnung, ein paar Meter von ihm wegstehst, knallst du ihn ab und während er zurückläuft, knallst du dann weg. Ja, die müssen halt verdeckt liegen, ne? Ja, ich meine ja, wenn er hinter dem Haus ist dann. Ja, dann von links oben, vom Berg aus. Ja, du musst. Nee, du solltest. Ich meine, du gehst von hinten, so stehst dich da vorne hin. Wenn der zurückgeht, knallst du den vorne den Typen ab, der da steht. Dass er ihn nicht sieht, wenn er umfällt. Und während er zurückgeht, denn du siehst ja, wenn er hinterm Haus ist, dann knallst du den einfach ab. Ja, gut, da hinten sieht den, glaube ich, aber auch gar keiner. Das dürfte gehen. Ja, ich bin ein bisschen näher dran. Ob da nicht Wissenschaftler irgendwo rumstehen, weil die haben es ja vorhin entdeckt gehabt.
Also, dein Geld könnte ich jetzt erwischen. Da kommt einer. Also den vorne am Eingang habe ich. Ja, ich sehe den im Gehen. Ja, gerade bei den anderen Ecken. Sieht eigentlich irgendjemand, wenn der hinter der Hausecke ist? Da sieht keiner, also ich sehe auf jeden Fall nichts da. Nee, ob jemand sieht, wenn er hinter der Ecke ist, dass ich den abknallen könnte. Leider nicht. Dinger, bist du wieder rechts? Du müsstest ihn sehen können. Ich bin oben, ja, aber ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Bei ihn abknallen, ja, jetzt dreht er wieder um, Scheiße. Und wieder aus meinem Sichtfeld. Ah, ja, aus meinem Sichtfeld rauszulaufen, du scheiß Spacko. So, Not könnte ich ihn auch in den Schatten erledigen, wenn er wieder da ist. Ich könnte hier den... Links hier. Ich könnte ihn erwischen. Jetzt dann erledigen. Ja, aber die rechts, Moment. Die Leute sehen den dann. Ah. Ja, den hier rechts. Die drei oben sehe ich einen, der in der Richtung guckt, den könnte ich erwischen. Ja, in der Kurve, die da stehen. Ja, dann einen davon könnte ich auf jeden Fall erwischen. Ja, ich habe auch alle drei im Visier. Wir wissen jetzt, was wir da machen. Ich bin hier ziemlich. Ich habe hier eine Position. Noch ein Vierter, der bin nicht eigentlich irgendjemand von euch gerade. Wo ich stehe. Du bist links von mir irgendwo. Ja, ich bin ziemlich weit. Ich bin ziemlich weit vorne gelaufen. Die Sichtkegel ein bisschen besser zu betrachten. Guck mal, da vorne. Sag was, Leute, ich krieg einen Krampf im Finger. Ja, den ersten. Du auch? Der erste, der dort ist. Könnte ich gut erwischen. Der, wo auf diesem Podest steht, beim Geländer. Den hätte ich so richtig schön. Den Podest hätte ich so schön. Den hätte ich. Aber ich hab da unten auch noch zwei, die er im Visier hat. Einen so einem Container und anderen am Auto. Wir müssen jetzt erstmal die zwei hier ausschalten, so dass sie nicht gesehen werden. Der eine hier vorne am Eingang, der wird ja eh nicht gesehen. Ich kann den Typen jetzt hinten, ich weiß nicht, ob ich durch den Zaun durchschießen kann, weil das glaube ich nicht. Nee, durch den Zaun kannst du nicht durchschießen, musst du höher gehen. Ja, toll, du musst dann aber weiter vorgehen. Ja, jetzt hätte ich ihn zum. Das müsste es gehen, wenn ich ihn jetzt treffe auch noch, wäre es jetzt schön, ja. Soll ich ihn abknallen? Hast du im Visier? Ja. Ein Feuer. Tot. Sehr gut. Alter, von der Position, wie ich war, konnte ich den so schön abknallen. Also wollen wir jetzt die rechts vorknöpfen? So, da sind Wissenschaftler. Dann sollte ich mal rechts laufen, würde ich mal sagen, ne? Ich laufe da mal rüber nach... Wow, warte mal, sind da jetzt ein paar Mal mehr Leute hinzugekommen? Nee, da stehen drei. Unten stehen zwei Wissenschaftler, oben steht einer. Soll ich mal nach rechts gehen? Vielleicht alle mal auf die rechte Seite gehen, weil auf der linken gibt es sowieso nicht mehr zu machen. Du kannst aber von der linken Seite kannst du aber ziemlich gut über den Zaun hinweg schießen. Also ich hab hier den im Podest, der auf dem Podest ist, gut. Also ich war unten, hättest du nur abdrücken müssen, dann wäre der weggewiesen. Aber da stehen zwei da unten an seinem Sichtfeld. War mit dem Rücken zu ihm, aber ich weiß nicht, wie die reagieren, wenn er umkippt. So, den linken Wissenschaftler habe ich im Visier. Wartet mal, ich muss mal kurz eine neue Position suchen. Linken, ich könnte auch den rechten. Achtung, da kommt ein Auto. Alle in Deckung gehen. Wo kommt denn ein Auto hier? Da fährt jetzt ein Auto raus. Geht in Deckung. Und denkt dran, wir haben nur noch 5 Minuten Zeit, Leute. Oh ja, toll. Gut, dass du es erst jetzt sagst. Ich hatte den Timing also nicht mal bemerkt. Von der Straße wegbleiben? Nein, ich bin auf dem Berg drauf. Also ich... Okay, wer von euch hat den Typen vom Podest schön im Blick? Den hat der Snail wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, den habe ich immer noch gut im Blick. Wenn wir die anderen beiden ausschießen? Ja, willst du den in der kniet oder den, der steht? Ich nehme den in der kniet. Okay. Ich habe den anderen im Visier. Ja. Okay, dann auf noch. Drei, oder? Ja. Seid ihr soweit? Ja, zielt mal, sag mal einen an, der bewegt seinen Kopf die ganze Zeit hier. Okay, dann. 3, 2, 1. Ja, scheiße. Mann!
Genau, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alter, genau in dem Moment zuckt er mit dem beschissenen Kopf weg. Da oben ist jetzt noch irgendwo einer. Ja. Im ganz hinteren Bereich ist irgendwo einer. Warte, ich such den mal, ich bin auf einer komplett Spot. Ich glaub, den können wir zwei sehen. Ich geh mal ein bisschen weiter nach rechts. Ach, ich seh ihn gar nicht von meiner Stelle aus. Ja, auch nicht. Auch nichts. Gut, ich gehe zurück zum Fahrzeug und fahr da schon mal rein. Ihr müsst mir jetzt den Weg frei machen. Ihr seid die Scharfschützen und ballert alles weg. Wahrscheinlich ja. Fahren. Geh denn echt nicht? Ahnung, wo der ist. Ich geh mal ein bisschen weiter. Mann, super Kuchlaufen. Das sind auch wieder zwei, die da stehen. Wie hast du den Blick? Ich hab da nämlich jetzt fast gar keinen Blick. Nee, du musst hoch zu den anderen beiden. Okay. Ich hab die jetzt auch nicht im Blick. Ich habe jetzt nur auf der Karte gesehen, dass da jeweils zwei stehen. Aber wo die sind, weiß ich noch nicht. Ich glaube, die sind unten. Da müssen wir mit dem Sturmgewehr durch jetzt, glaube ich schon. Nicht runterfallen. Wage es nicht, da ist runterzufallen. Moment. War nicht so. Ah ja, das sind Wissenschaftler, die stehen da ums Eck. Die Wissenschaftler haben aber vorhin nichts gemacht. Das sind weitere. Aber die werden rot angezeigt, das heißt, die können Alarm schlagen. Ich glaube, wir müssen deswegen schon mit dem Sturmgewehr rein und die leicht ausschalten einfach. Eine andere Möglichkeit haben wir ja nicht. Reaper, hast du einen von den beiden? Den linken. Okay, ich hab den rechten. 3, 2, 1, Feuer. Ja. Ich gehe jetzt trotzdem mal rein, weil ich treffe, da oben habe ich überhaupt keinen Überblick mehr. Ich sehe nichts mehr von den Gegnern. Da vorne steht eine Wache, ich weiß jetzt nicht, ob der alleine ist. Das sind zwei. Ah. Ja, warte doch mal auf mich, ich möchte auch ein bisschen was abknallen. Ich sehe den zweiten nicht. Wir haben noch zwei Minuten, wir müssen uns ein bisschen... Ich sehe den rechts. Ich sehe links einen Wissenschaftler, ich weiß aber nicht, ob der das ist. Ich sehe die Wachen nicht. Ja, glitter doch. Ich sehe den rechts an der Bodenkasten oder sowas. Auf dem wird gerade auch nicht geguckt, oder? Ich kann gerade eigentlich gar keinen sehen. Ja, ich glaube, das sind die Wachen da vorne. Soll ich mal nach oben gehen? Ich habe den Wissenschaftler im Visier. Okay, ich die Wache. Okay, 3, 2, 1, Feuer. Scheiße! Fuck! Ah! Ah, Mist. Ich hab verfehlt. Also wir müssen, wenn wir die ganzen Millifuzis da, wenn nur drin mit dem kleinen Sichtfeld, die drin stehen, müssen wir reingehen. Wir müssen ja, Stückchen für Stückchen rein, aber du kannst halt nicht so nah ran, weil Sturmgewehr bringt da einfach nichts. Ja, ich meine, das Sturmgewehr nicht bringt, ist mir ja klar. Aber trotzdem, du musst ja trotzdem rein, weil du kommst von draußen nicht alle ran. Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Du musst rein, das ist klar. Aber du musst halt von draußen erstmal den Grobsteil wegmachen. Ja, die mit dem größten Sichtfeld müssen weg. Die Kleinen sind ja nicht mehr das Problem dann. Ich gehe gleich wieder auf den Spot, wo ich gerade eben war. Nicht hoch, weil da konnte ich... Ja, so schnell wie möglich. Wir haben 10 Minuten Zeit für das Ganze. Also jetzt so schnell wie möglich hoch. Also soll ich wieder erst hoch, wo ich den ersten gesniped habe? Ja. Weil ich bin dann auf die komplett andere Seite rüber gelaufen. Die anderen beiden übernehmen die rechte Flanke dann und wir machen jetzt erstmal den Eingang frei. Nee, geh du auf die rechte Seite. Ich bin hier links. Siehst du eigentlich oben diesen komischen Busch da oben, der ein bisschen weiter oben in den Berg raufläuft, wo Ingold steht? Da musst du dich hinstellen, dann hast du die voll schön im Überblick. Okay. Oh fuck. Hast dich jetzt gerade erschreckt? Nein, ich sah nix. Ach so, ja, ich bin durchgelaufen bei dir. Ah, ich bin noch nicht auf Position. Okay, hab ihn. Ich bin noch nicht auf Position. Dann müssen wir auch das Auto erst wegfahren lassen, bevor wir die drei da hinten erschießen. Ja. Laufen, 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 laufen. So.
Ja, gut, wenn du das Scharfschützen wieder ausrüsten willst, wäre es auch sehr geil. So, wo läuft denn dieser Typ jetzt? Da ist er. Ich habe gerade kein Freischussfeld. Ich habe einen Baum im Weg und noch einen Zaun. Oder wo er jetzt gerade läuft. Hast du einen anderen schon im Visier? Ja. Alter, ich sehe hier kaum was. Das ist so behindert. Sag mir Bescheid, wenn du ihn hast. Ja, ich muss warten, dass er außer das Sounds ein bisschen rumläuft. Jetzt geht's. Und 3, 2, 1, Feuer. Der hat gemeldet. Was? Meld doch. Mann, Alter! Mann, ich schieße auf den. Okay, welcher Typ überlebt einen Headshot? Erklär's mir. Der anscheinend. So ein Wichser. Wie lange geht die Folge jetzt eigentlich schon? Keine Ahnung. 32 Minuten haben wir. Echt? Ja. Können wir vielleicht mal eine halbe Folge machen? Dann machen wir hier am besten mal einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Ja, bin ich auch für. Bis dann. Tschüss. Ciao.